Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, etwas Großes steht bevor. Heute, vor genau einem Jahr, hat die WM in Brasilien begonnen und ich möchte euch jetzt sozusagen noch einmal zurückführen zur WM. Ich habe dafür nämlich einmal hier ein ganzes Display der Adrenalin XL Sammelkarten zur WM 2014 gekauft. 50 Booster sind hier drinne und ich dachte, man könnte vielleicht ein Rematch machen. Das heißt, die Spiele werden im Prinzip neu gemischt. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dies ist jetzt hier die Gruppenphase, das erste Video. Ich will aber vorher noch einmal kurz die Regeln erklären. In der Gruppenphase, also gleich, werde ich 20 Booster öffnen. Dann werde ich die Booster sozusagen immer die Karte dem jeweiligen Team zuordnen. Es gibt ja die Gruppen von A bis H gab es ja. A war zum Beispiel Brasilien, Kroatien, Mexiko und Kamerun. Gruppe H war Belgien, Algerien, Russland und Korea. Südkorea, glaube ich. Das heißt, ich will die Karten dann wieder sozusagen zurück aufteilen. Und wer dann in seiner Gruppe die meisten Punkte erzielt hat, eine Karte zählt einen Punkt. Solche Sonderkarten, da sind ja noch Sonderkarten drin, da kann ich gleich erzählen. Die zählen mehr Punkte, zum Beispiel das Logo des Landes, das zählt halt 2 Punkte. Ja, aus jeder Mannschaft, also insgesamt 8 Stück, kommen am Ende weiter, dann ins Viertelfinale direkt. Achtelfinale wird hier nicht gespielt, wir spielen direkt im Viertelfinale. Ab da wird jedes Spiel ausgetragen, das heißt, jedes Spiel wird ein eigenes Video dann, nicht wie in der Gruppenphase jetzt 20 Boost auf einmal, sondern jedes Spiel, in jedem Spiel werden dann 3 Booster geöffnet. Im Viertelfinale werden insgesamt ja 4 Spiele gespielt, also 8 Mannschaften. Im Halbfinale werden dann noch 2 Spiele gespielt, dann noch Finale und das Spiel um Platz 3 sind insgesamt 8 Spiele. Ja, und dann komme ich fast auf die ganzen 50 Booster. Ich habe noch, da fällt mir schon mein Handy hier runter, geil. Ich habe 50 Booster, kann ja sein, dass noch Verlängerung kommt, wenn ein Spiel unentschieden ausgeht. Aber ich würde sagen, wir beginnen mit den 20 Boostern. Dafür packen wir natürlich am besten erstmal das Display aus. Das wäre eine richtig gute Idee, glaube ich. Ich bin so aufgeregt. Ich will wissen, wer der neue Weltmeister wird. Also im Prinzip, wir spielen die komplette WM noch einmal neu. Jeder hat nochmal die Chance zu gewinnen. Und wir wissen ja, Deutschland hat gewonnen. Aber ja. Ihr müsst nach diesem Video ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen warten, bis die echte Vorrunde vor einem Jahr gespielt war. Das, also in etwa 1,5 Wochen geht es dann weiter. In 2 Wochen oder so geht es dann weiter. Und da ist dann im Prinzip die nächste Runde, das Viertelfinale. Ich bin schon etwas verwirrt hier. 20 Booster werden wir uns jetzt hier raussuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Passt perfekt. Jetzt sind hier noch genau 30 Booster drin. Und jetzt werden wir 20 Booster öffnen. Das ist die Vorrunde. Und dann werden wir mal gucken, wer gewinnt. Ich zeige euch nochmal eben hier die Karten, welche es gibt. 210 Base-Karten, 32 Starspieler. Starspieler zählen doppelt, soweit ich weiß. Also ich bin bei den Regeln gerade noch ein bisschen unsicher, wie ich mir das ausgedacht. Also ich denke, Starspieler werde ich so machen, dass die dann doppelt zählen. Experts zählen 3. Defensive Frogs zählen 2. Goalstopper zählen 1, weil das eben nur Goalstopper sind. Game Changer zählen auch 3, obwohl ich denke, alle Sonderkarten zählen 2, außer Game Changer 3. Das ist am einfachsten. Double Trouble Karten zählen 2 Tore nur. Macht Sinn, obwohl die auch nur in jeder 100. Packung sind. Das ist extrem. Naja. In jeder 100. Packung eine Double Trouble Karte. Und somit kann ich direkt hier auch mein Heft eigentlich füllen. Meine Güte. Ich krieg die hier nicht mal auf. So, und das erste Tor schießt die USA. Die ist natürlich in der Gruppe von Deutschland. Das ist für Deutschland ein wenig nachteilhaft. Ich werde jetzt noch nicht nach Gruppen sortieren. Das mache ich am Ende. Am Ende werde ich die Punkte sozusagen zurückrechnen.
Japan. In welcher Gruppe sind die denn? Meine Güte, das ist noch ein bisschen kompliziert hier. Ein wenig müsst ihr Geduld haben. So, Japan war in der Gruppe C. Das heißt, in Gruppe C hat Japan hier schon mal ein Tor geschossen. Die USA ist zusammen mit Deutschland in Gruppe G. Das müsste ungefähr hier sein. Ich versuche hier die 8 Stapel aufzuteilen. Südkorea ist in der letzten Gruppe, Gruppe H. Wenn ich mich nicht irre, ja. Genau. In Gruppe C für die Elfenbeinküste. Ist in derselben wie Japan. Da machten die schon richtig Druck. Meine Güte. Algerien. Algerien ist auch in Gruppe H. Meine Güte, das ist ein wenig verwirrend noch hier. Für Kolumbien. Kolumbien ist auch Gruppe C. Was machen die denn da? In Gruppe C geht's richtig ab. Da schießen die da Tore ohne Ende. Ah, ich merke schon, das wird ein sehr langes Video. Oder ich teile die Vorrunden einfach in zwei Videos auf. Ich denke, es wäre am einfachsten, wenn ich jetzt 10 Booster öffne. Russia. Russland ist in Gruppe. Auch in der letzten Gruppe, Gruppe H. Also in zwei Gruppen hier zeichnen sich deutlich ab, dass die hier Tore schießen wollen. Und Südkorea schießt ein weiteres Tor. Patricio. Für die Portugiesen. Portugiesen müssen in Deutschlands Gruppe sein. Und Kolumbien macht hier auch nochmal einen weiteren Treffer. Brasilien in der Gruppe A, Thiago Silva. Und dann Ecuador. Ecuador ist in der Gruppe E. Haben wir noch gar kein Tor da gesehen bei denen. Das ist extrem, wie es hier abgeht. Es ist natürlich, die Gruppenphase ist nicht so spannend für euch, weil man eben nicht sieht im Direktvergleich, wie die gegeneinander spielen. Es wären aber einfach zu viele Spiele. Es sind ja insgesamt 64 Spiele. Und ein Fans-Favorite, der zählt zwei Tore für Ecuador. Das ist extrem. Ecuador, die führen jetzt schon, hier haben ja schon 3 Punkte gesammelt. Und ein Südkoreaner, ein weiterer. Ein Portugiese, der ist natürlich in der Gruppe mit Portugal und mit Deutschland natürlich auch. Das ist ein bisschen blöd. Griechenland. Wir sind auch in der kolumbianischen Gruppe. Und ein Belgier. Die Belgier, die waren in Gruppe H. Die schießen auch jetzt ein Tor. Aber die Südkoreaner hier. Belgiern mit dem Doppelschlag sozusagen. Das ist. Die Spiele werden noch spannender, sage ich euch. Vor allen Dingen jetzt im Viertelfinale werden die richtig spannend. Das hier ist ja im Prinzip nur die Auslosung, wer am Viertelfinale teilnehmen darf. Honduras schießt ein Tor. Und Honduras ist in der Gruppe E. Gruppe E ist mit Schweiz und Ecuador hier. Das wird schon schwer für die. Uruguay. Uruguay, die haben ja eine super WM gespielt. Aber der Beißer konnte auch nichts mehr verhindern. Russia. Ist hier in der letzten Gruppe. Brasilien. Und ein Engländer. England hatten wir auch noch nicht. Ich brauche bei den ersten Spielern hier brauche ich immer ein wenig, um zu finden. Ich finde den nicht mehr. Wo ist England hin? Ich bin gerade verwirrt. Sogar zwei Engländer, meine Güte. Da kann ich ja nicht mal mit dem nächsten weitermachen. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gerade nicht auf der Karte. Ich habe hier mein Handy mit dem Spielplan noch, mit den ganzen Gruppen, wie die auch sozusagen spielen. Aber da, England ist in Gruppe D. Jetzt sehe ich die. Meine Güte. Haben auch einen Doppelschlag gemacht. Das ist das längste Video auf diesem Kanal. Mit Abstand. Naja, gut, okay. Die Display Openings. Oh ja, so rum ist eine Sonderkarte hier. Und Kroatien. Aber für welche Gruppe spielt Kroatien? Beziehungsweise gegen welche Gruppe spielt Kroatien? In der Gruppe sind sie. Die Schweizer, die spielen in Gruppe E. Wir haben noch eine Gruppe F. Argentinien, Bosnien-Herzegowina, Iran und Nigeria. Da ist gar kein Tor gefallen bis jetzt. Aber jetzt gerade, wo ich es erwähne, Bosnien und Herzegowina schießen ein Tor. Spanien, die sind ja in der WM einfach so früh, also die sind in der Gruppenphase ausgeschieden. Das war tragisch für die.
Und ein Argentinier Mascherano. Haha, ein Expert. Jetzt haben die Argentinier hier aber 3-0. Die wollen, dieses Mal wollen die den Titel haben. Ob sie es schaffen, das weiß ich nicht. In der Nation ist in allen Gruppen sind schon Tore gefallen. Fällt mir gerade hier auf. In allen Gruppen sind Tore gefallen. Hier könnt ihr noch einmal gucken. Hier Gruppe A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, César, ein Brasilianer, ein Goalstopper. Er schießt ein Tor. Kamerun, das Logo. Das haben die natürlich gut gemacht, die Kameruner. Jetzt haben die schon wieder ein Tor. Hatten die schon ein Tor? Meine Güte, ey, das ist hier eine Qual mit diesen kleinen, mit dieser kleinen Liste hier. Kamerun, wo sind die denn? Die war doch in Gruppe A, oder? Ja. Okay, da, ich kann auch mich auf die Liste einfach nicht verlassen. Niederlande müsste in Gruppe B mit Spanien gewesen sein. Das weiß ich noch. Japan. Die Japaner waren in Gruppe C. Australien. Ich hätte die einfach nur öffnen sollen und hätte die einfach sortieren sollen. Das wäre viel einfacher gewesen hier für alle. Elfenbeinküste waren in der Gruppe. Die Australier waren in Gruppe B. Sind auch weitergekommen, oder? Nee, Niederlande und Chile ist weitergekommen. Ich erinnere mich. Die Chilenen haben auch nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Und ein Mexikaner. Die Mexikaner waren in Gruppe A mit Brasilien. War das nicht das Eröffnungsspiel? Mexiko gegen. Was sogar heute war, vor einem Jahr. Mexiko gegen Brasilien. Das Eröffnungsspiel. Italien. Italien, Italien, Italien. Die haben auch noch kein einziges Tor geschossen. Da haben die Engländer hier. Die haben eine richtige Chance diesmal. Und die Niederlande schießt ein weiteres Tor. Selbst die Spanier, die schlagen sich diesmal gar nicht so schlecht. Aber die Niederlande drückt dagegen. Es kommt halt nur ein Team pro Gruppe hier weiter und das wollen natürlich alle. Oh, das erste Tor für Deutschland. Ein Doppeltor von Klose. Und das gab es ja wirklich. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber in einem Spiel hat er doch ein Doppeltor erzielt, oder? War er das nicht? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob er das war. Aber auf jeden Fall sieht das dann gar nicht mehr so schlecht aus. So, wie viele Booster liegen da noch? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, zwei Booster werden wir noch öffnen. Bevor das Video endet und die Gruppenphase in die zweite Runde geht. Das Video wird dann wahrscheinlich in ein paar Tagen auf jeden Fall kommen. Schreibt auf jeden Fall mal, wie ihr das findet, das Duell. Bis jetzt ist es nicht so spannend, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es bis jetzt auch gerade noch nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es wird sich definitiv noch ändern, wenn die Teams direkt gegeneinander spielen. Das hier ist ja im Prinzip nur die Auslosung, wer sozusagen an der Rematch, an der Rematch-WM, ja, das ist ein guter Name, Rematch-WM, an der Rematch-WM 2014, wer da teilnehmen darf. So, die Griechen waren in der Gruppe. Und Nigeria, die waren doch auch in der Gruppe mit Argentinien. Und ein Doppeltor von Thiago Silva. Wow. Also das ist schon nicht schlecht. Ein Booster noch. Letzte Packung. Und Japan. Sind auch in der Gruppe hier um Griechenland. Ghana. Die waren doch auch, waren die, auf jeden Fall haben Deutschland gegen die im Achtelfinale gespielt, aber in welcher Gruppe waren die dann? Dann waren die ja in Gruppe F, nein. Doch, 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 dann waren wir mit denen in der Gruppe, nicht im Achtelfinale. Genau. Meine Güte, das ist schon so lange her, ein Jahr. Spanien. Die waren auch in der Gruppe mit den Niederlanden. England. Und Elfenbeinküste. Meine Güte, bei denen vergesse ich das auch immer wieder, in welcher Gruppe die waren. Elfenbeinküste, Elfenbeinküste. Ah! Das ist echt, mit diesem kleinen Plan, das ist so schlimm. Ich muss mir den richtig groß ausdrücken. Da waren die natürlich. So, das war jetzt die erste Runde. Ich weiß nicht, wie es steht. Hier, wir gucken einfach mal hier in ein paar Gruppen rein. Die Schweiz hat ein
Tor, zwei Tore. Ecuador, ja, Ecuador hier, die haben vier Tore. Also bei denen ist Ecuador ziemlich weit vorne. Wir gucken nochmal in die Deutschlandgruppe rein. Ich würde sagen, es steht Gleichstand zwischen Portugal und Deutschland. Ich möchte natürlich, dass Deutschland Weltmeister wird hier wieder in der Rematch-WM. Aber kann nichts sagen. Ja, die Südkoreaner sind stark. Das merkt man hier. Die Belgier zwei Tore, Südkoreaner haben drei Tore. Also da ist noch nichts entschieden, würde ich sagen. Es ist sowieso noch nichts entschieden. Aber wartet mal ab, in etwa einer Woche wird der zweite Teil kommen, der Rematch-WM. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.